Wenn wir all dieses betrachten, die Verwirrung, das große Elend, das unendliche Leid, würde jeder ernsthafte Mensch sagen, dass diese Gesellschaft sich wahrscheinlich nur ändern kann, wenn jeder Einzelne, der einzelne Mensch, sich wirklich radikal selbst verändert. Das heißt, sich von Grund auf erneuert. Und die Verantwortung dafür hängt vom Einzelnen ab, nicht von der Masse, auch nicht von den Priestern, der Kirche, den Tempeln oder Moschee oder von irgendetwas anderem, sondern von dem Menschen, der sich bewusst ist der großen politischen, religiösen, wirtschaftlichen Verwirrung. In all diesen Bereichen gibt es so viel Elend, so viel Unglücklichsein. Und wenn Sie dieses sehen, ist es ein wirklich ernsthaftes Anliegen, sich selbst zu fragen, ob ein Mensch wie man selbst oder ein anderer sich einer grundlegenden, radikalen Transformation unterziehen kann. Und wenn diese Frage gestellt ist, und wenn der Mensch seine Verantwortung in Bezug auf das Ganze sieht, dann vielleicht können wir uns darüber unterhalten, welche Beziehungen Wissen und Zeit in der Transformation des Menschen hat. Ja, ich folge Ihnen. Wir müssen den Boden bereiten, um in die Frage selbst einzusteigen. Ja, weil die meisten Menschen überhaupt nicht an der Welt interessiert sind. Die meisten Menschen befassen sich nicht ernsthaft mit den Ereignissen, dem Chaos und der gegenwärtigen Unordnung in der Welt. Sie befassen sich nur sehr oberflächlich damit, das Energieproblem, das Umweltproblem und so weiter, alles oberflächliche Dinge. Aber sie befassen sich nicht wirklich mit dem menschlichen Geist, dem Geist, der die Welt zerstört. Das Wort Individuum ist nicht korrekt, weil es, wie Sie wissen, mein Herr, ungeteilt, unteilbar in sich selbst bedeutet. Aber die Menschen sind totales Stückwerk. Sie sind keine Individuen. Sie mögen ein Bankkonto, einen Namen, ein Haus haben. Aber sie sind keine wirklichen Individuen im Sinne eines kompletten, harmonischen Ganzen. Ungeteilt. Das bedeutet es wirklich, ein Individuum zu sein. Das Wort ganz beinhaltet nicht nur gesunden Menschenverstand und Gesundheit, sondern auch heilig. Alles das ist in diesem einen Wort enthalten. Und die Menschen sind nun mal niemals ganz. Sie sind bruchstückhaft und widersprüchlich. Sie sind von unterschiedlichsten Wünschen hin und her gerissen. Wenn wir also von einem Individuum sprechen, so ist dieses ein Mensch, der völlig, absolut ganz ist, vernünftig, heil, gesund und darum heilig. Einen solchen Menschen hervorzubringen, liegt in unserer Verantwortung, in politischer und religiöser Erziehung. Und darum ist es die Verantwortung nicht nur des Erziehers, sondern eines jeden, nicht nur meiner, es ist ihre Verantwortung genauso wie meine und seine. Es ist jedermanns Verantwortung. Vollkommen richtig, weil wir diese schreckliche Unordnung in der Welt geschaffen haben.
Doch muss jeder bei sich selbst beginnen. Jeder einzelne Mensch, egal ob Politiker oder Geschäftsmann oder der gewöhnliche Mann auf der Straße wie ich, es ist unsere Aufgabe als Mensch, das enorme Leid, das Elend und die Verwirrung, die es auf dieser Welt gibt, zu erkennen. Und es ist unsere Verantwortung, als dieses zu ändern, nicht die des Politikers, des Geschäftsmannes, der Wissenschaftler. Es ist unsere Verantwortung. Wenn wir sagen, unsere Verantwortung, und wir haben zwei Begriffe für das Wort Individuum. Einmal den allgemeinen Begriff als quantitatives Maß. Ja, als quantitatives Maß. Und dann wird dieser qualitative Begriff, den wir so nötig hätten, so scheint mir, als eine Möglichkeit erkennbar. Ich werde immer wieder an Ihre Aussage erinnert, die ich schon zitiert habe, dass jede einzelne Person verantwortlich ist. Ob er in Indien, England, Amerika oder sonst wo ist. Wir können uns nicht davor drücken, indem wir sagen, wir haben dieses verursacht, also müssen wir es ändern. Wenn der Wandel überhaupt beginnt, muss er von jedem Einzelnen ausgehen. Von jedem einzelnen Menschen. Daraus ergibt sich die Frage, ob der Mensch mit aller Ernsthaftigkeit sich seiner Verantwortung bewusst ist. Nicht nur sich selbst gegenüber, sondern der ganzen Menschheit gegenüber. So wie die Dinge liegen, scheint es nicht so zu sein. Offensichtlich nicht. Jeder ist nur mit seinen eigenen geringfügigen, kleinen, selbstsüchtigen Wünschen beschäftigt. Verantwortung beinhaltet außerordentliche Achtsamkeit, Fürsorge, Fleiß, nicht Nachlässigkeit, so wie es heute üblich ist. Ich bin überall gewesen und habe Abertausende gesehen und zu ihnen gesprochen. Das habe ich seit mehr als 50 Jahren gemacht. Die Menschen, wo immer sie leben, sind mehr oder weniger dieselben. Sie haben ihre Probleme mit dem Leid, Probleme mit der Angst, Probleme mit dem Lebensunterhalt, Probleme mit persönlichen Beziehungen, Probleme mit dem Überleben, der Überbevölkerung und das enorme Problem mit dem Tod. Es ist ein gemeinsames Problem von uns allen. Es gibt kein östliches oder westliches Problem. Der Westen hat seine eigene Zivilisation und der Osten hat die seine. Und die Menschen sind in dieser Falle gefangen. Ja, dem folge ich. Und sie scheinen nicht in der Lage zu sein, da herauszukommen. Sie machen immer so weiter, schon seit Jahrtausenden. Stellen wir also diese Frage, mein Herr. Welchen Platz hat das Wissen bei der Erneuerung? Und Transformation des Menschen und bei der grundlegenden, radikalen Wandlung. Welchen Platz hat das Wissen und daher auch die Zeit? Ist das Ihre Frage? Ja, genau. Entweder wir akzeptieren, dass eine Veränderung, die eine echte Veränderung bedeutet, die Vernichtung des Vorangegangenen ist, oder wir sprechen über eine totale Transformation. Von etwas, das bestehen bleibt. Ja, lassen Sie uns für eine Minute das Wort anschauen. Revolution im üblichen Sinne des Wortes bedeutet nicht Evolution, stufenweise Entwicklung. Es bedeutet Umwälzung. Richtig, ich stimme zu. Mit Revolution ist, wenn Sie mit einem Kommunisten sprechen, normalerweise gemeint,
dass er die Regierung stürzen will. Sprechen Sie mit einem Bürger, fürchtet er sich davor. Sprechen Sie mit einem Intellektuellen, übt dieser vielerlei Kritik an Revolution. Revolution ist entweder blutig oder es ist die Revolution in der Psyche, äußerlich oder innerlich. Das Äußere ist das Innere. Das Innere ist das Äußere. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Sie gehören völlig zusammen. Das führt uns zu dem zurück, was Sie schon erwähnten, obgleich man intellektuell das Ich und das Wir trennt, gibt es diese Trennung nicht wirklich. Wenn wir also über Wandlung sprechen, meinen wir nicht die nur blutige, die physische Revolution, sondern vielmehr die Revolution im Geist. Eines jeden Menschen. Wie er denkt, wie er sich benimmt, wie er handelt, wie er funktioniert und all das. Also, ob diese psychologische Revolution nicht Evolution im Sinne von langsamer Steigerung, welchen Platz hat das Wissen darin? Welchen Platz Wissen in etwas hat? In der Erneuerung des Menschen, welche die innere Revolution ist, die sich auf das Äußere auswirkt. Ja, was aber kein allmählicher Fortschritt ist. Allmählicher Fortschritt ist endlos. Genau, so reden wir also über einen sofortigen, qualitativen Wandel. Wenn Sie das Wort sofort benutzen, scheint es, als ob es plötzlich zu geschehen hat. Darum zögere ich eher, es zu verwenden. Wir werden gleich darüber sprechen. Sind wir zunächst darüber im Klaren, worüber Sie und ich sprechen? Wir sehen ganz objektiv, in welchem entsetzlichen Durcheinander die Welt sich befindet. Das Elend, die Verwirrung, das tiefe Leid der Menschen. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was ich fühle, wenn ich um die Welt reise. Das Unbedeutende, die Flachheit, die Leere in allem in der sogenannten westlichen Zivilisation, wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen darf, in welche die östliche Zivilisation hineingezogen worden ist. Und die ganze Zeit kratzen wir nur an der Oberfläche. Die ganze Zeit. Und denken, dass die bloße Veränderung an der Oberfläche, eine Veränderung der äußeren Struktur, dass das allen Menschen etwas Außergewöhnliches bringt. Im Gegenteil, es hat nichts gebracht. Es poliert hier und dort ein bisschen. Aber tief im Innern verändert es den Menschen nicht. Wenn wir uns also über den Wandel unterhalten, müssen wir uns klar darüber sein, dass wir den Wandel in der Psyche meinen, im eigentlichen Sein des Menschen. Das bedeutet in der ureigenen Struktur und Natur seines Denkens. Die Veränderung an der Wurzel. An der Wurzel selbst. An der Wurzel. Und wenn es diese Wandlung ist, wird der Mensch automatisch eine Veränderung in der Gesellschaft herbeiführen. Nicht die Gesellschaft zuerst oder das Individuum zuerst. Es ist die Veränderung des Menschen, die die Gesellschaft transformiert. Die zwei sind nicht voneinander getrennt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das genau verstehe. Ich glaube, ich erkenne jetzt, warum Sie in Ihrer Aussage erklärten, was nicht von Wissen oder Zeit abhängt. Denn wenn diese Person sich verändert, verändert sich jedes menschliche Wesen. Der Wandel, der in der Gesellschaft beginnt, ist ein Wandel, der keine zeitliche Beziehung zur Veränderung jedes menschlichen Wesens hat. Letztlich haben alle Menschen diese Gesellschaft geschaffen.
Durch ihre Gier, ihren Zorn, ihre Gewalttätigkeit, ihre Brutalität, ihre Engstirnigkeit, sie haben diese Gesellschaft geschaffen. Genau richtig. Und sie denken, indem sie die Struktur verändern, werden sie auch den Menschen verändern. Das war schon das Problem der Kommunisten, das ewige Problem. Wenn wir die Umgebung verändern, glauben wir auch den Menschen zu verändern. Sie haben es auf alle mögliche Weise versucht und hatten keinen Erfolg. Im Gegenteil, der Mensch erobert die Umgebung. Wenn wir also verstanden haben, dass das Äußere auch das Innere ist und das Innere ist das Äußere, dass es dort keine Teilung gibt, die Gesellschaft und das Individuum, das Kollektiv und der einzelne Mensch, sondern der Mensch ist das Ganze. Er ist die Gesellschaft. Er ist auch das abgetrennte menschliche Individuum. Er ist der Faktor, der dieses Chaos herbeiführt. Ja, ich kann Ihnen sehr gut folgen. Darum ist er die Welt und die Welt ist er. Ja, wenn er also sich verändert, verändert sich alles. Wenn er es nicht tut, verändert sich nichts. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir diesen grundlegenden Faktor nicht erkennen. Dass wir die Welt sind und die Welt wir sind. Dass die Welt nichts von mir Getrenntes ist und nicht von der Welt getrennt bin. Sie sind in einer christlichen, hinduistischen oder sonstigen Kultur geboren. Sie sind das Ergebnis dieser Kultur. Und diese Kultur hat diese Welt geschaffen. Die materialistische Welt des Westens, wenn man sie so nennen kann, die sich über die ganze Welt ausbreitet, die ihre eigene Kultur und Tradition zerstört, alles wurde im Kielwasser der westlichen Kultur beiseite gefegt. Und diese Kultur hat diesen Menschen geschaffen und der Mensch hat diese Kultur geschaffen. Genau. Er hat Gemälde, wunderbare Kathedralen und großartige technologische Dinge geschaffen. Er ist auf dem Mond gelandet und so weiter und so weiter. Das alles haben die Menschen geschaffen. Und es sind die Menschen, die diese verrottete Gesellschaft, in der wir leben, geschaffen haben. Es ist die unmoralische Gesellschaft, in der wir leben, die von Menschen geschaffen wurde. Oh ja, daran gibt es keinen Zweifel. Und darum ist die Welt sie. Und sie sind die Welt. Es gibt nichts anderes. Wenn wir das akzeptieren und es nicht intellektuell sehen, sondern wenn sie es in ihrem Herzen fühlen, in ihrem Geist, in ihrem Blut, dass sie das sind, dann stellt sich die Frage, ist es für einen Menschen möglich, sich selbst innerlich und darum auch äußerlich zu wandeln? Wir haben die Religionen in Christentum, Hinduismus, Buddhismus und den Islam aufgeteilt. Und wir haben die Welt in Nationalitäten aufgeteilt, in Kapitalisten, Sozialisten, Kommunisten und andere. Wir haben die Welt geteilt und wir haben uns selbst geteilt, als Christen und Nichtchristen. Wir haben uns selbst zu Bruchstücken gemacht, die zueinander in Opposition stehen. Und wo Teilung ist, gibt es Konflikt. Genau. Ich denke, das ist ein grundlegendes Gesetz. Wo Teilung ist, gibt es Konflikt. So wie das Wort Wissen gewöhnlich verstanden wird, scheint es, dass die Leute glauben, dass es Teilung gibt und sie handeln dementsprechend. Darum sage ich, dass es so wichtig ist, dass wir von Anfang an unseres Gespräches, unseres Dialoges verstehen, dass die Welt nicht von mir getrennt ist und dass ich die Welt bin. Das mag ziemlich vereinfacht klingen. Aber es hat eine sehr tiefe, fundamentale Bedeutung, wenn Sie dies innerlich erkennen, nicht intellektuell, sondern dem Sinn nach.
dann gibt es keine Teilung. In dem Moment, wo ich mir sage, dass ich die Welt bin und die Welt ich ist, bin ich weder ein Christ noch ein Hindu oder Buddhist. Nichts dergleichen, ich bin ein Mensch. Ich dachte daran, als Sie das gerade sagten, in welcher Art und Weise gewisse philosophische Analysen sich mit diesem Thema nähern, bezüglich dem, was Sie sagten, das ist wirklich fast ein kosmischer Witz, weil es einerseits, wie Sie sagten, so einfach erscheint, würden viele dem gar keine Beobachtung schenken, andere wiederum würden noch viel mehr Klarheit erwarten, selbst wenn sie darin etwas Grundlegendes erkennen, hat es für sie einen mystischen Beigeschmack. Und so geht es hin und her und wir haben sofort wieder die Teilung. So, wenn das klar ist, dass der menschliche Geist die Welt geteilt hat, um seine Sicherheit zu finden, was stattdessen seine eigene Unsicherheit schafft, wenn man das erkannt hat, muss man innerlich und äußerlich diese Teilung von sich weisen. Diese Teilung in Ich und Du, in Wir und Sie, in Inder und Europäer und Kommunisten. Sie müssen es bei der Wurzel packen. Hieraus ergibt sich die Frage, ob der menschliche Geist, der seit Jahrtausenden konditioniert ist, ob dieser menschliche Geist, der auf so vielen Gebieten so viel Wissen erworben hat, ob dieser menschliche Geist sich verändern kann, eine Erneuerung in sich selbst herbeiführen kann, und frei sein kann, um jetzt zu reinkarnieren. Jetzt? Das ist die Frage. Genau, reinkarniere jetzt. Aus dem, was Sie gesagt haben, könnte man schließen, dass das in Jahrhunderten angesammelte Wissen, eine Diskussion, die wir mit uns selbst geführt haben, unabhängig von welchem Kulturkreis wir sprechen, eine Erklärung dieser Teilung ist. Ohne die Teilung selbst zu erfassen und nur die Teilung selbst und natürlich, weil Teilung unbegrenzt teilbar ist, dann können wir ganze Bibliotheken über Bibliotheken haben, Mausoleen voller Bücher ohne Ende, weil wir die Teilung ständig weiterteilen. Ja, ich verstehe Sie. Ja, und daher unterscheidet sich Kultur von Zivilisation. Kultur beinhaltet Wachstum. Das Wachstum als Erblühen der Güte. Ein schöner Satz. Das ist Kultur, wirkliche Kultur. Das Blühen in Güte. Verstehen Sie, mein Herr? Und gerade das gibt es nicht. Wir haben eine Zivilisation, Sie können in wenigen Stunden von Indien nach Amerika fliegen. Sie haben schönere Bäder, besseres dies und das mit all seinen Komplikationen. Das ist die westliche Kultur, die jetzt vom Osten übernommen wird. Die wirkliche Essenz der Kultur ist Güte. Religion bedeutet Transformation des Menschen, nicht die verschiedenen Glaubensrichtungen, Kirchen und Götzendienste der Christen oder Hindus. Das ist keine Religion. So kommen wir zu dem Punkt zurück, ob wir das alles ganz klar sehen, beobachten, ohne es zu verdammen oder zu verurteilen, es nur beobachten, dann können wir fragen,
Der Mensch hat so viel Information und Wissen angesammelt. Und hat dieses Wissen ihn dazu gebracht, gütig zu sein? Verstehen Sie, mein Herr? Lebt er in einer Kultur, die diese Schönheit in ihm zum Erblühen bringen wird? Nein, keineswegs. Nein, keineswegs. Darum ist es ohne Bedeutung. Der Versuch, Güte zu erklären, wird uns nicht weiterhelfen. Wir können Erklärungen, Definitionen geben, aber sie sind nicht die Wirklichkeit. Natürlich nicht. Das Wort ist nicht die Sache. Die Beschreibung ist nicht das Beschriebene. Genau. Fahren wir also fort. Persönlich kommt es mir außerordentlich auf diese Frage an. Wie kann man den Menschen ändern? Jedes Jahr fahre ich für 3 bis 5 Monate nach Indien und sehe, was dort geschieht, und ebenso sehe ich, was in Europa und auch hier in Amerika passiert. Sie können sich kaum vorstellen, was für einen Schock ich jedes Mal in diesen Ländern bekomme. Die Verkommenheit, die Oberflächlichkeit, die inhaltlosen intellektuellen Vorstellungen in Hülle und Fülle. Ohne jeglichen Boden, auf dem die Schönheit der Güte der Wirklichkeit wachsen kann. Wenn wir also alles dieses sagen, welchen Platz hat dann das Wissen in der Erneuerung des Menschen? Das ist die grundsätzliche Frage. Von diesem Punkt können wir ausgehen. Gut, und das Wissen, auf das wir in unserer Diskussion hingewiesen haben, ist ein Wissen, das in sich selbst keine Kraft hat, diese Transformation zu bewirken. Nein, aber trotzdem hat das Wissen seinen Platz. Ja, so habe ich es auch nicht gemeint. Ich meine nur, dass das, was man von diesem Wissen, das in Büchereien gespeichert ist, erwartet, eine Erwartung ist, die sich nicht erfüllt. Nein, nein. Ich muss auf das Wort zurückkommen, das Wort Wissen. Was bedeutet zu wissen? Genau genommen habe ich das Wort so verstanden. Wissen ist die Auffassung von dem, was ist, aber was dafür gehalten wird, muss nicht unbedingt Wissen sein. Nein, was wir allgemein als Wissen akzeptieren, ist Erfahrung. Ja, was allgemein akzeptiert wird. Wir werden damit beginnen, weil es allgemein akzeptiert wird, die Erfahrung, die Spuren hinterlässt, welche Wissen sind. Dieses angesammelte Wissen, ob es in der wissenschaftlichen, biologischen, der Geschäftswelt oder in der Welt des Geistes, dem Sein existiert, ist das, was uns bekannt ist. Daher ist Wissen Vergangenheit. Wissen existiert nicht in der Gegenwart. Ich kann es aber in der Gegenwart benutzen. Aber es liegt in der Vergangenheit begründet. Ja, es hat seine Wurzeln in der Vergangenheit. Was interessanterweise bedeutet, ob dieses erworbene Wissen von nahezu allem persönlich lese ich keines dieser Bücher, weder die Bhagavad Gita oder die Upanishaden noch irgendwelche psychologischen Bücher. Ich bin kein Leser. Ich habe mein ganzes Leben lang intensiv beobachtet. Das Wissen hat seinen Platz. Wir wollen uns darüber klar sein. In der praktischen Tätigkeit, im technologischen, muss ich wissen, wohin ich gehe, physisch und so weiter. Welchen Platz hat die menschliche Erfahrung, wie auch die Wissenschaft,
Welchen Platz hat das in Bezug auf die Veränderung der Qualität des menschlichen Geistes, der so brutal, gewalttätig, kleinlich, selbstsüchtig, gierig, ehrgeizig und all das geworden ist? Welchen Platz hat das Wissen darin? Wir kommen zurück zu dem, was wir anfänglich sagten, nämlich, dass diese Transformation nicht vom Wissen abhängt. Dann müsste die Antwort sein, dass es keinen Platz hat. Deshalb lassen Sie uns herausfinden, was die Grenze des Wissens sind. Ja, natürlich. Wo liegt die Abgrenzung? Die Freiheit von dem, was wir wissen. Wo beginnt diese Freiheit? Wo beginnt also die Freiheit in Beziehung zum Wissen? Kann ich es so sagen, um mich verständlich zu machen? Ich habe gestern eine Erfahrung gemacht, die ihre Spur hinterlassen hat, und das ist Wissen. Und mit diesem Wissen begegne ich der nächsten Erfahrung. Wo gibt es Freiheit in Beziehung zum Wissen? Oder ist Freiheit etwas anderes als die Fortsetzung des Wissens? Es muss etwas anderes sein. Das bedeutet, wenn man in diese Dinge tief hineinsteigt, es bedeutet das Ende des Wissens. Und was bedeutet es? Was bedeutet es, dem Wissen ein Ende zu setzen, wo mein Leben doch total vom Wissen bestimmt war? Es bedeutet sofort. Sehen Sie, was damit verbunden ist, mein Herr. Gestern traf ich Sie und habe nun ein Bild, eine Vorstellung von Ihnen, und mit dieser Vorstellung treffe ich Sie am nächsten Tag. Die Vorstellung, das Bild trifft Sie. Die Vorstellung trifft mich. Und es gibt ein Dutzend oder 100 Vorstellungen. Die Vorstellung ist also das Wissen. Die Vorstellung ist die Tradition. Die Vorstellung ist die Vergangenheit. Kann man davon frei sein? Wenn diese Transformation, von der Sie sprechen, geschehen soll, muss das so sein. Natürlich, wir können das sagen. Nur wie kann ein Geist, der nach etwas strebt, der nur gemäß seinen Vorstellungen, seinem Wissen und dem Altbekannten handelt, wie kann er das beenden? Nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Sie beleidigen mich oder Sie loben mich. Da bleibt dein Wissen zurück. Und damit, mit diesem Bild, mit diesem Wissen begegne ich Ihnen. Ich begegne Ihnen nie. Es ist die Vorstellung, die Ihnen begegnet. Warum gibt es zwischen Ihnen und mir keine Beziehung? Ja, weil sich die Vorstellung dazwischen gestellt hat. Wie kann also diese Vorstellung enden? Niemals registriert werden. Verstehen Sie? Es gibt niemanden, der dies für mich erledigen kann. Was soll ich also tun? Wie soll dieser Geist, der immerzu registriert, die Funktion des Gehirns ist aufzuzeichnen, die ganze Zeit, wie soll er sich vom Wissen befreien? Wenn Sie mir persönlich oder kollektiv Schaden zugefügt haben, Sie haben mich beleidigt oder Sie haben mir geschmeichelt, wie kann das Gehirn dieses nicht registrieren? Wenn es das aber registriert, ist es schon eine Vorstellung, ist es schon eine Erinnerung und dann begegnet die Vergangenheit der Gegenwart und darum gibt es dafür keine Lösung.
Neulich habe ich das Wort Tradition in einem sehr guten Wörterbuch nachgeschlagen. Das gewöhnliche Wort tradare bedeutet geben, überreichen. Es gibt aber noch eine andere, besondere Bedeutung, die in dem Wort steckt, nämlich Betrayal, Verrat, Treuebruch, Verleumdung. Und eine Diskussion in Indien ergab, Verrat der Gegenwart. Wenn ich in der Tradition lebe, verrate ich die Gegenwart. Was bedeutet, das Wissen verrät die Gegenwart? Was in der Tat ein Selbstbetrug ist. Wie soll der Geist, der durch Wissen funktioniert, wie soll das Gehirn, das ständig aufzeichnet, wie soll es die Wichtigkeit der Aufzeichnung erkennen und dabei nicht in eine andere Richtung abschweifen? Das ist, lassen Sie es mich so erklären, eigentlich sehr einfach. Sie beleidigen mich, Sie verletzen mich durch Worte, Gesten oder Handlungen. Dies hinterlässt in meinem Gehirn eine Spur, welches Erinnerung ist. Diese Erinnerung ist Wissen. Und dieses Wissen wird dazwischen kommen, wenn ich sie das nächste Mal treffe. Wie soll nun das Gehirn aufzeichnen, ohne dabei die Gegenwart zu stören? Wie soll diese emotionale Reaktion beendet werden, wenn ich sie das nächste Mal treffe? Sie, der Sie mich verletzt haben. Das ist ein Problem. Das ist also dann der Punkt, von dem aus wir in durchführbarer Reihenfolge in Beziehung zu uns selbst beginnen müssen. Hier gibt es einen Aspekt, der mich besonders interessiert, in Bezug auf die Beziehung zwischen Theorie und Praxis. Mein Herr, Theorie ist für mich keine Wirklichkeit. Theorien haben keinerlei Bedeutung für einen Menschen, der wirklich lebt. Religion, so wie sie jetzt ist, ist riesengroße Propaganda. In Indien, hier, überall. Religion ist Propaganda von Theorien, von Glauben, Götzendienst und Anbetung. Im Wesentlichen aufgebaut auf der Anerkennung dieser Theorien. Im Wesentlichen basierend auf Ideen. Ideen vom Denken hervorgebracht. Und das ist offensichtlich keine Religion. Also ist Religion, so wie sie jetzt existiert, die absolute Verneinung der Wahrheit. Und wenn jemand herausfinden möchte, was die Wahrheit ist, muss er erst einmal die ganze Struktur der Religion verneinen, so wie sie ist. Nämlich Götzendienst, Propaganda, Angst, Teilung, du bist ein Christ, ich bin ein Hindu, mit all diesem Unsinn. Und sich selbst ein Licht sein. Nicht im eitlen Sinne des Wortes, ein Licht, weil die Welt in Dunkelheit lebt. Und ein Mensch, der sich transformieren muss, muss sich selbst ein Licht sein. Und dieses Licht wird nicht von jemand anderem angezündet. Wir haben keine Zeit mehr zum Rumspielen. Das Haus brennt. Jedenfalls ich empfinde das sehr stark.
Die Dinge geschehen so schnell, wir müssen etwas tun. Jeder von uns, nicht in Bezug auf besseres Wohnen, mehr Sicherheit, mehr hiervon und davon, sondern im Wesentlichen, um sich selbst zu erneuern. Das Wort ist nicht die Sache. Die Beschreibung ist nicht das Beschriebene. Und wenn Sie nicht mit der Beschreibung befassen, sondern mit dem wirklichen Ding, dem, was ist, dann müssen wir etwas tun. Wenn Sie mit dem, was ist, konfrontiert sind, dann handeln Sie. Aber wenn Sie mit Theorien, Spekulationen und Glauben befassen, handeln Sie niemals. Also gibt es keinerlei Hoffnung für diese Erneuerung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Es klingt wunderbar, wenn ich zu mir selbst sage, ich bin die Welt und die Welt ist ich. Wenn ich dabei jedoch weiterhin denke, dass die Beschreibung das Beschriebene ist, ist die Sache hoffnungslos. Wir sprechen hier also über eine Krankheit und wir sprechen über was, das als der Fall beschrieben wird. Und wenn wir das auch als solchen Fall anerkennen, ist die Beschreibung das Beschriebene. Und da kommen wir nie wieder heraus. Es ist wie ein Mann, der hungrig ist. Noch so viele Beschreibungen der richtigen Nahrung werden ihn nicht satt machen. Er ist hungrig, er will das Essen. Das alles beinhaltet zuerst einmal, kann es Freiheit vom Wissen geben. Und das Wissen hat seinen Platz. Kann es Freiheit geben von der Tradition im Sinne von Wissen? Von der Tradition als Wissen, ja. Kann es Freiheit geben von diesem getrennten Blickwinkel? Ich und du, wir und sie, vom Christentum, von all diesen trennenden Verhalten und Handlungen. Das sind die Probleme, denen wir uns zuwenden müssen. Als erstes also, kann der Geist vom Wissen frei sein? Tatsächlich, nicht nur verbal. Ich kann über die Freiheit und so weiter spekulieren, aber sehen Sie bitte die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, dass es Freiheit vom Wissen geben muss, sonst wird das Leben zur Wiederholung, zu einem ständigen, oberflächlichen Kratzen ohne Bedeutung.